Servus Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Wir öffnen in dieser Folge die Kapsel. Das Objekt ist stabil, Shepard. Der Anschluss an die Bordsysteme verlief reibungslos. Kann er da drin was sehen? Weiß er, wo er ist? Unwahrscheinlich. Aktuelle neurale Muster weisen auf minimale Denkleistung hin. Sofern nicht die Energieversorgung des ganzen Schiffes ausfällt, können ihn die Nährstoffe im Tank über ein Jahr lang am Leben halten. Irgendeine Idee, wie gefährlich der Kerl ist? Er ist Kroganer, Shepard. Ob er aktiv feindselig ist, kann ich aus den vorliegenden Daten nicht ermitteln. Okias Technologie konnte Daten übermitteln, aber keine Denkschemata. Das Objekt kennt vielleicht seine Ansichten, muss sie aber nicht zwangsläufig teilen. Was können Sie mir über diesen Kerl sagen? Irgendwas Ungewöhnliches? Das Objekt ist ein außergewöhnliches Exemplar der Spezies Kroganer. Mit voll entwickelten primären, sekundären und tertiären Organen an allen Stellen, wo welche vorhanden sein sollen. Keinerlei Defekte, außer der genetischen Markierung der Genophage, wie in allen Kroganern. Die mentale Funktionsfähigkeit kann ich nicht beurteilen. Tja dann, let's open this shit! Bereithalten. Ich öffne den Tank und lass ihn raus. Das Cerberus-Protokoll ist eindeutig, wenn es um ungetestete Alien-Technologie geht. Er ist entweder eine mächtige Verstärkung der Crew oder eine Zeitbombe. Ich erledige das lieber gleich. Also gut, Shepard. Die Steuerung ist online. Der Schalter und die Konsequenzen sind Ihnen überlassen. Puh. Wir lassen gerade echt einen Kroganer frei. Das so intelligent ist oder nicht, verrät uns gleich das Licht. Ach du Scheiße, der ist ganz schön groß. Wow, Scheiße. Mensch, männlich. Bevor sie sterben. Brauche ich einen Namen? Ach du Scheiße. Ich bin Commander Shepard von der Normandy. Nicht Ihren Namen, meinen. Ich bin ausgebildet, ich weiß vieles, aber der Tank. O'Kir konnte keine Verbindung herstellen. Seine Worte sind hohl. Warlord, Vermächtnis, grantiger Frontsoldat, Grunt. Grunt gehörte zu den letzten Worten. Es hat keine Bedeutung. Passt schon. Ich bin Grunt. Wenn Sie Ihr Kommando zurecht haben, beweisen Sie Ihre Stärke und vernichten Sie mich. Wäre Ihnen O'Kir nicht lieber? Oder Vermächtnis? Er ist kurz. Das passt zu der Ausbildung in meinem Blut. Die anderen Worte sind zu groß und ich empfinde nichts dabei. Auch wenn Sie ihn leichter über die Lippen kommen. Ich empfinde nichts für O'Kirs Clan oder seine Feinde. Ich werde tun, wofür ich gezüchtet wurde, kämpfen und den Stärksten ermitteln. Aber seine Prägung ist fehlgeschlagen. Ohne einen eigenen Grund ist ein Kampf so gut wie der andere. Da kann ich auch mit Ihnen anfangen. Ich habe ein gutes Schiff und eine starke Crew, einen starken Clan. Durch Sie würde er noch stärker. Wenn sie schwach sind und schwache Feinde haben, müsste ich sie töten. Unsere Feinde sind ihrer würdig. Das steht kein Zweifel. Das ist annehmbar. Ich werde für sie kämpfen. Freut mich, dass sie vernünftig sind. Eine Hand zur Freundschaft ausstrecken und in der anderen eine Waffe haben. Clever, Shepard. Wenn ich einen Clan finde... Wenn ich finde, was ich will, dann wird es mir eine Ehre sein, ihn gegen sie kämpfen zu lassen. Ja, sehr nett. So, plappern wir gleich mal ein bisschen mit ihm. Shepard. Ich wollte nur sehen, ob sie sich ordentlich einleben. Menschen reden so viel, wie der Tank. Kommen Sie später wieder. Wissen Sie aus den Bildern im Tank zufällig, was wir mit den gefundenen Ressourcen anstellen können? Ich kann mir da vielleicht was zusammenbauen. Weiß allerdings nicht, ob es was bringt. Da können wir auch nur die Upgrades machen, die wir schon haben. Ah ne, halt.
Die kroganische Schrotflinte. Eine schwere Schrotflinte Claymore. Aha! So, rekrutieren Sie einen Kroganer. Errungenschaft freigeschaltet. Na, das war ja nicht so schwer. Ich frage mich, wenn wir da jetzt irgendwas Falsches gesagt hätten, ob der uns dann zerfetzt hätte. So, jetzt schauen wir mal ein bisschen noch nach unseren anderen Crewmitgliedern. Shepard, ich bin in der unangenehmen Lage, Sie um Hilfe bitten zu müssen. Oh. Ich bespreche ungern persönliche Angelegenheiten. Aber es ist wichtig. Miranda, Sie gehören zu meiner Crew. Was beschäftigt Sie? Sie erinnern sich doch, dass ich erzählt habe, mein Vater wolle eine Dynastie errichten? Es gab noch einen Grund, warum ich Cerberus um Schutz gebeten habe. Ich habe eine Schwester. Wir sind Zwillinge. Und sie verfolgt er immer noch. Dank Cerberus war sie sicher. Bis jetzt. Sie lebt ein ganz normales Leben auf Ilium. Sicher und weit weg von meinem Vater. Sie glauben also, dass Ihr Vater Sie aufgespürt hat? Genau, Commander. Meinen Quellen zufolge weiß er, dass sie auf Ilium ist. Ich wollte sie verstecken, ohne Einfluss auf ihr Leben zu nehmen, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Er ist schon zu nah an ihr dran. Ich muss die Familie meiner Schwester umsiedeln, bevor es zu spät ist. Was wissen Sie über Ihre Schwester? Sie ist mein genetischer Zwilling. Wir sind identisch, aber sie verdient ein normales Leben. Und das wird sie auch bekommen, koste es, was es wolle. Weiß die Familie Ihrer Schwester davon? Ist sie mit der Umsiedlung einverstanden? Sie wissen nichts. Sie haben mit all dem nichts zu tun. Sind völlig normal. Ich habe Cerberus informiert und sie werden eine einleuchtende Begründung für die Umsiedlung finden. Was soll ich dabei tun? Mein Vater ist extrem hartnäckig. Ich möchte auf Ilium sein, wenn Cerberus die Familie umsiedelt, um dafür zu sorgen, dass ihr keiner seiner Agenten zu nahe kommt. Mein Kontakt heißt Lanteia. Sie wartet in der Lounge bei der Andockbucht von Nos Astra auf uns. So, mit Lanteia reden. Das sind jetzt übrigens die Missionen. Ursprünglich auf Horizon stationiert? Ja, wäre ich nicht zu Service. Das sind die Loyalitätsmissionen der Crewmitglieder, die wir von jedem machen müssen, weil sonst werden sie diese Mission nicht überleben. Also die Endmission. Shepard, brauchen Sie was? Ja, quatschen! Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Okay. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Garrus ist das Kalibrieren anscheinend lieber als unsere Gesellschaft. Dann verduften wir mal ganz schnell wieder. So, MS Sergeant Gardner lassen wir mal sitzen. Sollen wir bei Kazumi noch vorbeischauen? Ach, der hat dir nichts zu sagen, komm. Gehen wir ins Kitz. Und quatschen mal noch mit Morden. Wir wissen, was er davon hält, dass wir den Kroganer freigelassen haben. Hihi. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Nicht jetzt. Arbeite an Kollektorendaten. Kann Virus mit künstlicher Intelligenz ausschließen. Außer es ist sehr intelligent und spielt mit mir. Tests? Noch etwas? Nein. Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Gut, Jacob hat vorhin etwas verklemmt gewirkt. Er wollte irgendwie seinen Abschluss finden. Wollen wir ihm dabei helfen? Schau. Commander, tut mir leid, ich bin ein wenig unkonzentriert. Eine persönliche Sache, wird aber meine Pflichten nicht beeinträchtigen. Für meine Crew habe ich immer Zeit. Was liegt an? Wie gesagt, es ist eine persönliche Sache. Ich will unsere Zeit nicht vergeuden, wenn sich das Ganze als fruchtloses Unternehmen herausstellt. Aber... Nun, ich habe neulich Nacht Nachrichten von einem Geist erhalten. Familie. Ich höre zu. Mein persönliches Log erhielt eine Meldung über die Hugo Gernsback. Das Schiff, auf dem mein Vater gedient hat. Es hat letzte Woche ein SOS-Signal gesendet, dass es abgestürzt ist und nun Rettung anfordert. Shepard, dieses Schiff ist vor 10 Jahren verschwunden. Ich hatte davor 3 Jahre lang keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Ich habe alles, außer seine Leiche, begraben. Es könnte einfach nur ein automatisches Notsignal sein. Es ist immerhin schon sehr lange her. Ich hatte erwartet, dass Sie aufgeregter sind. Immerhin ist Ihr Vater möglicherweise noch am Leben. Ich habe ihn zu selten gesehen, um schlechte Erinnerungen an ihn zu haben. Es ist eine alte, gut verheilte Wunde.
aber wenn er wirklich noch lebt und Hilfe braucht. Ich möchte noch erwähnen, dass es nicht dem Protokoll entspricht, Notsignale zu Normandy weiterzuleiten. Dieses ging über die Cerberus-Filter an mein persönliches Log. Gibt es einen Hinweis, dass das Ganze mit Cerberus zu tun hatte? Wer hat Ihnen das Signal geschickt? Ich bezweifle, dass der Unbekannte eine Operation so lange ruhen lassen würde. Wenn es eine Verbindung gibt, geht es vermutlich nur um Geld. Cerberus unterhält zahlreiche Unternehmen, um Projekte zu finanzieren wie... Naja, wie Sie. Und wer immer mir das geschickt hat, hat seine Spuren verwischt. Vielleicht will er, dass ich ihm nun einen Gefallen tue. Oder er will mich in eine emotionale Zwangslage versetzen. Wer weiß das bei solchen Typen schon? Kamen Sie nicht gut mit Ihrem Vater aus? Er hat sich für nichts entschuldigt, so viel steht fest. Man soll zu seinen Fehlern stehen, selbst wenn man sie danach noch öfter wiederholt. Wie auch immer, unsere Probleme waren in einem anderen Leben. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um heute hier zu sein. Und was mich betrifft, ist er nach wie vor ein Geist. Erzählen Sie mir von der Hugo Gernsback und Ihrer Aufgabe. Fregatte in Privatbesitz. Als sie verschwand, habe ich mir die Missionspapiere angesehen. Nichts Besonderes. Typische Operation. Forschung und Abbau. Man findet einen unerforschten Planeten, steckt einen Claim ab und baut dann schnellstmöglich so viel Präsenz wie möglich auf, um die Konkurrenz auszuschalten. Ich denke, wir können uns das erlauben. Geben Sie die Koordinaten an Joker weiter. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich rechne zwar nur mit alten Knochen, aber es wäre gut, den Fall endlich zu den Akten legen zu können. So. Damit hat Jacob nun ein erleichtertes Gewissen. Team Jacob. Und wir haben einen neuen Auftrag. So, jetzt schauen wir erstmal ungelesene Nachrichten. Da muss ich jetzt einiges angesammelt haben. MSR Corsica, letzte bekannte Undock-Koordinaten. Chihari-Station, Strabo-System, Adanebel. Genau, die Fabrik haben wir ja schon lahmgelegt. Verschlüsselte Transmission. Der Unbekannte, Shepard. Wie ich sehe, haben Sie Okirs Krogane aufgeweckt. Eine riskante Entscheidung, aber Sie haben bei dieser Operation freie Hand. Wenn Sie sicher sind, dass ein nützliches Gruppenmitglied abgibt, haben Sie meine Unterstützung. Wir brauchen in dieser Schlacht jede Waffe, die wir kriegen können. Sollte sich dieser Grunt als unzuverlässig erweisen, sodass man ihn eliminieren muss, verlieren Sie die Leiche nicht. Er basiert zumindest teilweise auf Kollektorentechnologie und könnte nützliche genetische Daten liefern. Aber wie gesagt, Sie haben freie Hand. So, Quelle des VI-Virus geortet, Hayskin-System, Titannebel, Daten unter Quarantäne gesetzten VI, das haben wir auch schon. Eine wichtige Bitte von Mr. Ganak Ejal. Sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau, nach Rücksprache mit meinen Kollegen auf der Citadel habe ich das Privileg, um Ihre Unterstützung beim Transfer einer größeren Menge proteanischer Technologie zu ersuchen, die auf Eilis gefunden wurde. Nach ersten Befürchtungen, es handelt sich um gefährliches Material, wurde alles unter Quarantäne gestellt. Inzwischen haben Tests zwar ergeben, dass diese Säule grundlos war, aber dennoch bleibt die Quarantäne bestehen, bis jemand die Genehmigung für eine Anfrage zur erneuten Beurteilung durch das Kultusministerium bezahlt. Kulturministerium, sorry. Ich weiß um Ihr Interesse an proteanischer Technologie. Ich würde Ihnen einen Großteil davon überlassen und weniger als die Hälfte für mich behalten. Als Batterianer kann ich im Ratssektor keine offiziellen Geschäfte abwickeln. Aber wenn Sie mir die benötigten 20.000 Credits überweisen, kann ich den Austausch in Ihrem Namen erfolgen. Was letztlich unser beider Vorteil wäre. Bitte antworten Sie rasch unter Angabe Ihrer Kontodaten. Ja, danke. Es könnte auch Ihnen passieren. Von Elkos Mailverteiler. Ein Drell lag im Ozean im Sterben, er hatte das Caprol-Syndrom und da war dieser Traum. Die Entflammten kamen zu ihm und zeichneten den Verlauf seines Lebens nach. Der Drell sah die Irrungen und Wirrungen und manchmal schwammen die Entflammten an seiner Seite und ihre Gliedmaßen wirbelten das Wasser auf. Manchmal war er auch allein. Der Drell sah, dass die einsamen Momente die schwersten in seinem Leben waren. Er fragte die Entflammten, warum wurde dieser verlassen? Das Licht der Entflammten leuchtete hell und sie antworteten, du wurdest niemals verlassen. In schweren Zeiten deines Lebens waren es unsere Körper, die dich durch das Wasser getragen haben. Der Drell erwachte und sah, dass sein Caprol-Syndrom geheilt war. Wenn sie dem Licht der Entflammten folgen, kann ihnen das auch zuteil werden, wo die Entflammten hingehen. Dorthin werden wir ihnen folgen und wo ihr Licht zur Sonne wird, werden wir die Sterne sein. Leiten Sie diese Nachricht an 6 Wesen aus ihrer Bekanntschaft weiter, dann wird sich ihr größter Wunsch erfüllen. Keeper von Korban. Hoffentlich gilt diese Adresse noch. Ich habe Ihnen Informationen über die Keeper versprochen, sofern ich welche finde. Und das hier ist wirklich wichtig. Erinnern Sie sich an die Scans, die Sie gemacht haben. Sie beweisen, dass die Keeper biotechnisch hergestellt wurden und aufgrund meiner Vergleiche mit Teilen von Sarens Flaggschiff Sovereign muss das vor Millionen von Jahren geschehen sein. Sovereign und Keeper wurden von den gleichen Wesen hergestellt.
Sie verstehen die Bedeutung dieser Erkenntnis vielleicht nicht sofort, aber daraus folgt, dass die Citadel gar nicht das Werk der Proteaner ist. Sie könnte von viel älteren Wesen erbaut worden sein. Oh, der ist ein ganzen schneller. Und die Keeper waren deren organische Wachen. Und noch etwas, laut meinen genetischen Werten sollen sie auf etwas reagieren, ein Signal oder so, und zwar alle 50.000 Jahre. Genetische Varianten sind nämlich durchaus messbar. Es ist ungefähr so, als wenn man an den Ringen eines Baumes abliest, welche Jahre besonders trocken waren. Wer das auch immer war, naja, das letzte Mal, als das Signal gesendet wurde, ungefähr zu der Zeit, als die Proteaner verschwanden. Und in nächster Zukunft müsste es wieder soweit sein. Wenn die alte Techno funktioniert, könnten da einige unangenehme Überraschungen auf uns warten. Ich dachte nur, dass sie das vielleicht interessiert. Hier auf der Citadel will mir nämlich niemand zuhören. Korban. Tja, du weißt gar nicht, wie recht du hast. Aber wir wissen schon mehr. Von Robin Reeve, Commander, ein hiesiger Allianzsoldat, hat mir diese Kontaktadresse gegeben. Hoffentlich erreicht sie meine Nachricht. Sie sagt, sie würden versuchen, diese Kollektoren aufzuhalten. Sie haben meinen Sohn und meinen Bruder mitgenommen. Haben sie gefunden? Wissen sie, wo sie sind? Ich weiß, sie sind auf der Suche, aber so viele Menschen sind einfach verschwunden. Jede Familie hat jemanden verloren. Das Schlimmste sind die Kinder, die leeren Bänke in den Schulen, Winterkleidung, die niemand trägt. Bitte, die Allianz unternimmt nichts, der Rat unternimmt nichts. Wenn sie eine Chance sehen, dann bitte ich sie, unternehmen sie etwas und sagen sie mir, was ich dazu tun kann. Sagen Sie mir irgendetwas, Robin Reeve. Hey Skipper! Oh, das ist sicher von Ash. Schepper, das tut mir leid, was ich auf Horizon gesagt habe. Als ich sie vor 2 Jahren verlor, hat mich das fast zerrissen. Ich betete jeden Tag für sie. Ich habe Tennyson gelesen und an sie gedacht, so wie ich es tat, als mein Vater starb. Und dann kamen sie zurück, als wären meine Gebete erhört worden. Aber ich bin nicht mehr dieselbe und sie auch nicht. Ich weiß nicht länger, was die Wahrheit ist. Ein Teil von mir kann nicht glauben, dass sie es wirklich sind. Ich denke immer wieder an die Nacht vor Eilis, unsere Nacht. Punkt, Punkt, Punkt. Ich ließ mich seit über einem Jahr nicht mehr an diese Erinnerung denken. Hätte nicht gedacht, dass sie für Cerberus arbeiten, aber ich weiß, warum sie zur Horizon schicken. Ich habe gesehen, wie viele Menschen wir dort verloren haben, und wenn jemand die Kollektoren stoppen kann, dann sie. Natürlich nur wir. Ich kann nicht mit ihnen kommen, aber wünsche ihnen viel Glück. Aber bleiben sie am Leben, Skipper. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich kann sie nicht noch einmal verlieren. Ash, der Tod schließt alles ab, doch etwas vor dem Ende, ein Werk von edlem Ruf, kann man noch tun. Das nicht unwürdig ist der Männer, die mit Göttern stritten. So. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, danke für die Info, Kelly. So, das war's mit Horizon. Ich würde jetzt vorschlagen, wir fliegen jetzt mal... Wir erkunden jetzt nur mal schnell die anderen Planeten. Prospect. Einfach, dass wir sie erkundet haben. War ich beim letzten Mal da? Ah, wir sind ja direkt dahin geflogen. Deswegen haben wir da sonst noch nichts gesehen. So, Schattenmeer, 100%. Sehr schön. Eieiei, Halbmondnebel, Ilium, die Justikarin rekrutieren, Attentäter rekrutieren und Miranda helfen. Der Rosettennebel. Das ist hoffentlich nicht euer Ernst. Okay, Tali rekrutieren. Okay, cool. Im Hades Nexus ist noch ein neues Cluster frei geworden, so wie es aussieht. Der Rosettennebel. Ah, jetzt fliegen wir zurück zur Citadel. Oh mein Gott, das ist sicher ein Übersetzungsfehler. So, Umlaufbahn anfliegen und andocken. Oh, Jesus Christus. Das hat mir jetzt den Abend gerettet. So, jetzt können wir Grunt mitnehmen. Wir kriegen noch 4 Gruppenmitglieder. Der Hammer, ey. Im ersten haben wir beim Vipen nicht so viel gehabt. Ich glaube, der zweite ist auch der einzige Teil, wo man echt richtig viel bekommt. Ja, ich meine, Justikarin, der Attentäter und Tali. Und irgendwen gibt es dann noch. Ich überlege noch gerade, wer das ist. Realität loyal. Ich überlege jetzt echt gerade, wie man da noch kriegt. Ich weiß es nicht.
Mir fällt es gerade nicht ein, wir werden es ja dann sehen. Ach ja, genau, wir haben jetzt unsere neue Rüstung. Sieht cool aus. Werde ich wieder ändern, sieht scheiße aus. Wobei, nee, irgendwie hat's was. Das Grün passt zum Raketenwerfer. Trotzdem fand ich das Schwarze irgendwie cooler, macht schlank und so. Ich bin Commander Shepard. Nein, jetzt geht das wieder los. So, Modell der Sovereign kaufen. Die Fische kaufe ich jetzt mal nicht, weil die krepieren sowieso wieder. So, erworben. Modellschiff der Sovereign. Lieferung in ihre Kabine veranlasst. Die Kolonie Mindua hat das Recht erhalten, Commander Shepards Konterfei in ihrem Koloniesiegel zu verwenden. Die Familie des Commanders wurde bei einem Angriff von getötet. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Maschinenpistole Schaden, schwere Pistole Schaden. Das muss ich kaufen. Du musst alles kaufen, los! Verdammt nochmal, kaufen! Kaufen Sie! Waffenspezialist. Sonst Gewehrschaden. Gruppenbonus erhalten, 10% Schaden für schwere Pistolen. Nice one, baby. Okay. Okay. Glaubst du, man kann irgendwo an Bord einen Fisch treffen? Jetzt haben wir noch 140.000 Credits. Mal sehen, was wir uns dafür noch leisten können. Ich fürchte nicht allzu viel. Schön, schön. Ich brauche nur ein paar Gewürze. Amin, rechts und links drehend, falls Sie das führen. Unten gab es noch Läden. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir die... Gebrauchtschiffhändler. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Das haben wir auch schon leer gekauft. Dann glaube ich, fehlt nur noch dem sein Laden hier. Marab sein Laden. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. So. So, und das können wir uns jetzt wieder nicht leisten. Aber mehr auf den Schutz der Schilde. Und das ist gut. Und ich muss das mit der Panzerung wieder ändern. Das irritiert mich voll. Schwarz ist doch immer noch was Zeitloses. Ja, damit wäre auf der Citadel wieder alles geklärt. Jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Forschungen gekauft. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt noch erforschen müssen oder ob wir das jetzt instant erhalten haben. Das werde ich jetzt noch schnell nachschauen. Und dann ist leider auch schon wieder die Aufnahme für heute zu Ende. Wir haben eh schon wieder ein bisschen überzogen. Das Rekruten ist ein 20 Kilo Eisenprojektil. Fühlen Sie mal, wie schön. So. Zurück zur Normandie. Alle Bildschirme könnten immer etwas kürzer sein. Ja, das müssen wir erst noch erforschen, okay. Passt. Sehr schön. Dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir wieder in die große, weite Galaxie hinausfliegen und es wieder heißt Let's Play Mass Effect 2. Bis dahin. Ciao, Leute.